Ich frage mal morgen früh, wenn ich den Kurs so starte, haben wir heute schon Erste Hilfe gemacht? Kann man sich vorstellen, dass jeder von euch schon heute das erste Mal Erste Hilfe gemacht hat? Kommen die Antworten, ja, ich bin aufgestanden, ich habe Kaffee getrunken, war im Bad und was auch immer, ich bin hier erschienen. Ich so, ja, das ist alles richtig. Und dann frage ich immer, haben wir Kinder, also Elternteile mit Kindern hier? Hm. Ich so, ihr habt heute Morgen schon alle Erste Hilfe gemacht. Machen die Ersten die Augen auf und gucken, wie meinst du denn das? Naja, ganz ehrlich, egal wo du bist, ja, wenn du einen Menschen gegenüber anguckst, wenn deine kleine Sophia heute Morgen aufsteht und ist blass, dann fragst du, was ist denn los, Sophia, du bist heute Morgen so blass. Ist das Erste Hilfe? Dann macht's bei den anderen immer so klick, klick, klick. Jugendlicher Leichtsinn, Erste Hilfe, Alkohol, Saufen, Kotzen, stabile Seitenlage fällt mir ein. Jetzt kommst du mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Erste Hilfe, da ich auf dem Dorf groß geworden bin, waren es dann immer so beim Holzholen die Blöden, dass man sich irgendwie Knöchel aufgerutscht hat oder der Baumstamm dann doch auf dem Zeh gelandet ist oder man den Abhang doch runtergerutscht ist und der Hintern, oh, es tat doch weh. Ja, jugendlicher Leichtsinn war da. Wir haben es alle überlebt. Und es war schön. Auch so Mutproben, ne? Fahrradfahren ohne Stange oder ohne Bremsen und dann vorwärts über den Lenker absteigen oder auf einem Rad fallen und man hat doch zu viel und schlägt hinten auf. Wo muss der Druck im Kopf her hin, wenn es wirklich eine Blutung ist, ne? Er kann nicht raus, der Kopf geschlossen. Ja, aber dann ehrlich, wenn ich auf den Kopf gefallen bin, dann tritt das gleich auf, oder? Das kommt doch sofort. Nein, der tritt nicht sofort auf. Ach, das hat schon ein paar Tage Zeit. Also nicht ein paar Tage, aber schon so ein Intervall, wo man spricht, bis zu 24 Stunden kannst du im Kopf richtig komisch werden. Das heißt also, du kannst dich abends ins Bett legen, ne? Und kannst morgen wach werden und du bist nicht mehr der Alte. Das ist ja das, was ich in unseren Kindergärten immer sage. Wenn so ein Kind in der Kita stürzt, nimmt die Eltern mit ins Boot. Ne? Sagt den Eltern Bescheid, dass das passiert ist, weil die Kinder stürzen. Im ersten Moment spielen sie auch weiter, passiert gar nichts. Und wir Eltern werden dann irgendwann mal nachts wach, haben ein Kind, was das Bett voll gegöbelt hat, am Schreien ist, nicht so reagiert auf uns, wie wir uns das vorstellen. Schockpatienten, die frieren, die zittern. Wenn er auf Schockpatienten drauf zugeht, die haben Schweißperlen auf der Stirn. Das sind beide so Dinge, wo man sagt, das passt nicht. Nach dem Sport habe ich zwar auch Schweißperlen, aber das ist mir warm. Und im Schockbereich verliere ich eine Menge an Körperwärme. Und das ist natürlich auch unangenehm für den Patienten. Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, dass man sagt, jedem Patienten das Gefühl der Geborgenheit schenken, in Wärme halt schenken, in Sichtschutz schenken. Und dafür ist die Decke gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich jetzt richtig reagiere und die Decke auch richtig um den Patienten lege, dann haben wir alle Faktoren dementsprechend gekoppelt. Man glaubt gar nicht, Hitzeschlag bekommt man nicht nur in der Sonne. Das bekommen auch ganz viele Feuerwehrleute. Durch ihre schweren Klamotten, die sie anhaben und müssen ins Feuer rein und in der Hitze rumlaufen und die kriegen die Hitze nicht raus. Also so ein Hitzeschlag betrifft auch oft Feuerwehrmänner, Frauen, die das machen. Und noch eine Berufsgruppe. Kannst du dir vorstellen, welche Berufsgruppe noch? Nee, das sagst du mir jetzt gleich. Die also Bademeister so wahrscheinlich. Nee, so eine Berufsgruppe, also eine Berufsgruppe ist es nicht, sondern eine Freizeitgestaltungstruppe. Die Motorradfahrer. Richtig. Wir als Motorradfahrer haben, ich hoffe, jeder Motorradfahrer, jeder Rollerfahrer hat Schutzkleidung an. Und das ist so ähnlich wie ein Feuerwehranzug. Seit neuestem haben wir einen Rettungswagen bei uns im Landkreis. Da steht an der Tür rauf, bitte nur nach Aufforderung eintreten. Dass man so einen Aufkleber irgendwann mal da drin hat, das hätte ich niemals in meinem Leben gedacht. Dass an der Tür steht, bitte nur nach Aufforderung eintreten. Weil es ist ja eigentlich so, dass man sagt, so ein Rettungswagen, wenn da ein Patient drin liegt, dann ist das ja allgemein so, dass man sagt, da hat man nichts drin zu suchen. Aber es gibt auch wirklich Vollpfosten, die sind so neugierig, die gucken in so einen Rettungswagen rein. Und das haben wir alltäglich, ne? Vollpfosten haben wir alle in unserer Umgebung, aber für mich sind die schlimmsten Vollpfosten, die mich immer am meisten aufregen, sind so Autobahngaffer, Handyzücker, Besserwisser, die irgendwie meinen, sie müssten dahinter stehen und dann, wenn du sie ansprichst, kannst du mir bitte helfen? Nee. Also, nee. Ich nehme das hier lieber auf, ob du das alles richtig machst. Das sind so die Dinge, die Vollpfosten, die mir so in Erinnerung bleiben. Berlin hatte bis 2020 noch 4 Stroke-Mobile. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ein Stroke-Mobil ist ein Rettungswagen auf LKW-Basis. Dort ist ein mobiles CT drin. Es sitzt auch gleich der Notarzt mit drauf. Dort kann man innerhalb von Minuten, wenn der unten vor der Tür steht, sagen, okay, es ist ein Schlaganfall oder nicht. Und jetzt das Erschreckende, Berlin will das einstellen, weil die sind zu teuer. Wo hoffentlich sich alle organisieren und unsere Regierung und unseren Bürgermeister sagen, ey, das funktioniert so nicht. Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wir haben nur noch 3 und die Dinger retten Leben und helfen. Das ist wirklich so. Die können Menschenleben retten. Wenn jemand eine Idee hat, wenn man eine Petition machen soll oder sonst irgendwas, ich unterstütze da gerne und auch alle Feuerwehrmänner, Rettungskräfte sind dafür vereint. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns lustvoll bei der nächsten Podcast-Sendung von uns. Danke fürs Zuhören.